Ja, einen schönen guten Morgen zur Vorlesung öffentliche Finanzen und Außenwirtschaft. Wir waren beim Ricardo-Modell, hatten uns dort anhand eines kleinen Zahlenbeispiels einmal angeschaut, wie das funktioniert mit der Win-Win-Situation, wenn man sich gemäß der komparativen Kostenvorteile spezialisiert. Das heißt, einmal hatte Portugal ein relatives Preisverhältnis von 5 unter Autarkie und Großbritannien von 1,5. Und wenn man dann eben ein Austauschverhältnis zwischen diesen beiden komparativen Austauschverhältnissen unter Autarkie wählt, dann konnten wir eben argumentieren, dass sich dann sowohl aus Konsumentensicht als auch als aus Produzentensicht beide besser stellen können, weil eben Portugal bereit ist, für 5 zu kaufen und sich deswegen freut, wenn er nur 3 bezahlen muss, während die UK für 1,5 verkaufen möchte und sich deswegen freut, wenn er für 3 verkaufen kann. Und das Ganze kann man dann eben auch bei dem anderen Gut umgekehrt betrachten. Dann drehen sich einfach nur alle relativen Austauschverhältnisse gerade um. Ja, das ganze Beispiel ist in dem Fall hier von den Zahlen so aufgebaut, wenn wir da nochmal zurückgehen, dass wir sehen, dass die absoluten Kostenvorteile UK für Wein und Portugal für Kleidung gerade koinzidieren mit den komparativen Kostenvorteilen. Da könnte man jetzt sagen, naja, schön und gut, dann können wir auch die absoluten nehmen. Wir wollen jetzt aber auch noch mal ein Beispiel uns anschauen, bei dem wir die Zahlen dann so wählen, dass tatsächlich ein Land alles besser kann als das andere. Und wir wollen noch ein weiteres Konzept dabei verwenden, nämlich das Konzept der Transformationskurve. Was wir bisher gemacht haben, ist das Austauschverhältnis eben zu nehmen und zu sagen, Portugal ist bereit, 5 für 1 einzutauschen und UK 3 für 2. Das Ganze können wir dann in dem Sinne auch so interpretieren, dass das eine Gut für 1,5 Einheiten des anderen Gutes einzutauschen ist oder das eine Gut ist für 5 Einheiten des anderen Gutes auszutauschen. Also in dem Sinne eine Transformation zwischen den beiden Gütern aufgrund dieses Austauschverhältnisses nachher besteht. Und wenn wir unsere Ressourcenausstattung nehmen, dann können wir eben sagen, naja, wenn wir alle Ressourcen in ein Gut reinstecken, produzieren wir von diesem Gut eine maximale Menge. Das wäre in dem Fall allgemein hier, diese hier oben. Wir stecken alles in die Produktion von B rein. Dann haben wir eben nichts von A. Und wenn wir dann anfangen, gemäß dieses komparativen Austauschverhältnisses zu sagen, wir fangen an, die erste Einheit von A zu produzieren, dann gehen die Ressourcen bei uns im Allgemeinen Zeit, Arbeit als einziger Produktionsfaktor, verschwinden dann bei der Produktion von B. Das heißt, B geht runter und A geht nach oben. Und dieser Zusammenhang, den nennen wir eben Transformationskurve. Im Allgemeinen betrachten wir dort solche konkaven Transformationskurven. In unserem Fall des Ricardo-Modells ist das etwas einfacher, denn über jedes Produktionsniveau ist bei uns das Austauschverhältnis, also das Transformationsverhältnis beider Güter immer gleich. Und deswegen haben wir bei Ricardo dann eben eine lineare Transformationskurve. Ja, und damit wollen wir jetzt in unser Zahlenbeispiel einsteigen und
Sowas nennt man dann auch in dem Sinne eine, ja, Robinson-Ökonomie. Das können wir uns so vorstellen, dass wir sagen, der gute Robinson, kennen Sie hoffentlich, ist auf der Insel gestrandet und dann ist er erstmal eine ganze Zeit alleine, muss sich alleine versorgen. Das wäre also hier unser roter Produzent, den ich dann eben Robinson genannt habe. Der muss irgendwie überleben. Also fängt er an, alleine auf der Insel Fische und Kokosnüsse zu fangen bzw. zu sammeln. Naja, und dann hat er in dem Sinne den ganzen Tag Zeit dafür. Und wenn er dann seine gesamte Zeit in die Produktion von Kokosnüssen, also auf den Baum klettern, Kokosnüsse runterholen, steckt, dann nehmen wir an, dann könnte er maximal 9 Kokosnüsse pflücken. Jetzt überlegt er sich halt, Kokosmilch ist zwar schön und gut, aber ich hätte gern zwischendurch auch mal einen Fisch. Und wenn er dann eben seine Zeit reduziert, die er in das Pflücken von Kokosnüssen reinsteckt, dann nehmen wir an, wenn er 3 Kokosnüsse weniger produziert, dann kann er im Austausch dafür zusätzlich 2 Fische produzieren. Naja, und das Ganze soll eben hier der Einfachheit halber linear sein. Das heißt, wenn er nochmal um 3 die Kokosnüsse produziert, dann kommen nochmal 2 Fische dazu. Und wenn er dann nur noch Fische fängt, dann sagen wir, an einem Tag zum Beispiel, könnte er maximal 6 Fische fangen. Ja, und dann kennen Sie die Geschichte. Der Freitag sollte aufgegessen werden. Den befreit er dann und dann sind sie eben zu zweit. Und dann, ja, sage ich mit dazu, der eine ist ein englischer Edelmann, der eigentlich aus einer Gesellschaft kommt, wo ihm alles hinterhergetragen wird. Der kann zwar Kokosnüsse pflücken und Fische fangen, aber das Ganze kann er nicht so gut wie jemand, der unter diesen Produktionsbedingungen aufgewachsen ist. Das heißt, wir nehmen jetzt an, der Freitag kann eben viel besser klettern. Und wenn der den ganzen Tag auf den Baum klettert, kann er 30 Kokosnüsse einsammeln. Wenn der sich dann überlegt, nicht nur Kokosnüsse, sondern auch mal einen Fisch, dann nehmen wir an, wenn er um 6 Kokosnüsse sich reduziert, dass er dann plus 2 Fische fangen kann. Naja, und auch dieses Verhältnis soll konstant sein. Das heißt, die weiteren Verzicht auf 6 Kokosnüsse soll dann zu 2 weiteren Fischen führen, bis wir hier unten bei 0 und 10 Fischen sind. Naja, und wenn Sie sich das jetzt hier vergleichen, dann haben wir hier eben ein Beispiel, dass pro Tag gesehen der Freitag viel mehr Fische fangen kann als der Robinson und genauso der Freitag viel mehr Kokosnüsse einsammeln kann als der Robinson. Naja, und an der Stelle können wir uns dann jetzt eben fragen, gut, der Freitag hat vielleicht eine gewisse Dankbarkeit, dass er nicht aufgegessen wurde, aber so grundsätzlich könnte man sich jetzt überlegen, wieso sollen die beiden denn eigentlich zusammenarbeiten? Der Freitag stellt fest, mit dem Baumklettern beim Robinson ist das relativ schwierig und das Fischefangen, das kann der auch nicht so gut. Also was, gehen wir an die beiden Enden der Inseln und machen es lieber alleine, weil ich kann mich alleine ja viel besser versorgen, in Anführungszeichen. Naja, und das ist dann eben die alleinige Betrachtung bezüglich der absoluten Kosten. Und damit können wir dann hier beantworten die Frage, was ist der grundsätzliche Unterschied in diesem Beispiel zu unserem vorherigen Beispiel? Das heißt, hier können wir tatsächlich sagen, der eine Produzent Freitag hat in beiden Gütern Fische und Kokosnüsse
einen absoluten Kostenvorteil. Damit haben wir diese Frage dann auch schon beantwortet. Naja, und wir wollen uns jetzt das eben nicht nur in der Tabelle, sondern auch einmal grafisch anschauen. Wir wollen also jetzt beide Produktionsmöglichkeiten in den Transformationskurven betrachten. Ja, und dafür gucken wir uns erstmal die Tabellen an und gucken, naja, im Hintergrund steht dann ja, wir wollen dann auch gucken, wenn die beiden zusammenarbeiten, ist das überhaupt sinnvoll? Und was können die denn dann, wenn sie zusammenarbeiten würden, maximal jeweils produzieren? Und dann sehen wir 6 Fische. Wenn sie den beide den ganzen Tag nur Fische fangen würden, könnten sie insgesamt 16 Fische einfangen. Und bei den Kokosnüssen wären es 39 Kokosnüsse. Und das nutzen wir mal für das Zeichnen unseres Diagramms aus. Dass wir dann hier die Fische nehmen und die Kokosnüsse. Dann machen wir hier 5, 10, 15. Maximal 16 haben wir ja. Das heißt, das reicht dann aus und hier machen wir 10, ups, ein bisschen länger. 10, 20, 30, 40. Dann klaue ich mir mal die Tabellen. Anders. Achso, geht jetzt nicht relativ zu. Dann machen wir das anders. Hoppala, D. Funktioniert das einfacher. Ein bisschen mehr Platz. Und dann wollen wir jetzt die Transformationskurve vom Robinson darstellen. Machen wir in Rot. Wenn er nur Kokosnüsse einsammelt, sind wir bei maximal 9 Kokosnüssen. Das heißt, wir haben einen Punkt auf der Transformationskurve von 9 und 0. Jetzt wissen wir, das Ganze geht linear. Eine Gerade ist bestimmt durch 2 Punkte. Das heißt, die andere Seite können wir bestimmen mit maximal 6 Fischen und dann eben keine Kokosnuss. Also sind wir hier bei 6, haben dann den Punkt 06 und 90, 2 Punkte und kriegen dies als Transformationskurve. Und beim Freitag
Habe ich blau genommen, ne? Dort gucken wir maximal 30 Kokosnüsse. Sind wir hier. Und 10 Fische wären wir an der Stelle. Und hätten dann dies als Transformationskurve von Freitag. Der Vollständigkeit halber nehmen wir dann nochmal die absoluten Kostenvorteile mit hinzu. Also, das verschieben wir mal kurz. Oder machen wir mal weg, brauchen wir nicht. Also Freitag. Hat einen absoluten Kostenvorteil bei Fischen, denn diese 10 hier ist größer als diese 6. Und Freitag hat einen absoluten Kostenvorteil bei Kokosnüssen, denn diese 30 ist größer als diese 9. Jetzt kommen wir aber zu den komparativen Kostenvorteilen. Frage an die Leute hier im Raum bzw. im Internet. Wie viel Kokosnüsse ist der Freitag bereit, gegen einen Fisch einzutauschen? Ja, ich glaube, ich habe es schon gehört, das Richtige. Jawohl. 1:3, ne? Denn wir können ja hier sehen, wenn er um diese 6 reduziert, kriegt er plus 2 dazu. Das heißt er natürlich auch, wenn er um 3 reduziert, kriegt er plus 1 dazu. Das heißt, Freitag ist bereit, 3 Fische gegen eine Kokosnuss einzutauschen. Wie sieht es beim Robinson aus? Ist bereit, wie viele Fische gegen eine Kokosnuss einzutauschen? Warte, ich habe jetzt hier falsch rumgeschrieben. Ne? Jawohl. Immer aufpassen, habe ich Ihnen schon gesagt. 3 Kokosnüsse gegen einen Fisch. Schon mein direkter Hinweis zum Eingang des Modells: Man ist ganz schnell dabei, die Verhältnisse umzudrehen. Ich muss um 3 Kokosnüsse meine Produktion als Freitag reduzieren, um einen zusätzlichen Fisch zu bekommen. Wie sieht das beim Robinson aus? Genau. Ist bereit, 1,5 Kokosnüsse gegen einen Fisch tauschen. Dann drehen wir das Ganze um. Freitag ist bereit, einen Fisch gegen
wie viel Kokosnüsse einzutauschen. Jawohl. Kriegen ein Drittel Kokosnüsse einzutauschen. Und Robinson ist bereit, einen Fisch gegen Ja, das eine Mal haben wir 1:3 umgedreht und jetzt müssen wir. Sagen wir hier 9:6. Da hatten wir 1,5. Das ist das gleiche wie 3:2. Also jetzt 2 Drittel gegen 2 Drittel Kokosnüsse ein. Ja, da müssen Sie mich immer hinweisen, wenn was da steht, weil ich keine Augen im Hinterkopf habe. Wie gesagt, ich hätte es für digitale Lehre gerne, dass ich jetzt hier noch einen Bildschirm oder sowas hätte, wo ich das habe, aber das wird vielleicht noch 10 Jahre dauern oder sowas. Warten wir mal ab. Einzutauschen. Genau. Ja, vollkommen richtig. Vielen Dank. Na? Naja, und wenn wir uns das jetzt angucken, dann, wenn wir uns jetzt in dem Sinne den Freitag als ein Land alleine produzierend darstellen, dann heißt das letztlich, er bezahlt für einen Fisch 3 Kokosnüsse. Und umgekehrt für einen Fisch ein Drittel Kokosnüsse. Und damit können wir dann sagen, dass eben der Freitag, wenn wir jetzt uns mal überlegen, wir kämen aus einer Situation, wo beide zusammen nur Fische produzieren, dann wären wir bei zusammen 16 Fische produzieren. Wir uns jetzt aufgrund dieser Überlegungen hier fragen können, wer sollte denn jetzt die erste Kokosnuss produzieren, die erste Kokosnuss produzieren. Da können wir uns aufgrund dieser individuellen Austauschverhältnisse jetzt fragen, wenn wir die Produktion um den ersten Fisch reduzieren, wer sollte aufhören mit dem Fischefang? Ja, Freitag, ne? Genau, ne? Die beiden können wir uns vorstellen, sitzen in dem Sinne abends am Lagerfeuer, haben die Fische Braterei ein bisschen überdrüssig, sehen die Kokosnüsse da oben und unterhalten sich dann, naja, wir könnten doch eigentlich die Fischproduktion einschränken. Dann überlegen sie sich gegenüber ihren persönlichen Möglichkeiten,
Wer sollte denn jetzt anfangen, nicht mehr ins Meer zu gehen und nach Fischen zu suchen, sondern auf den Baum klettern, um Kokosnüsse einzusammeln? Das heißt, aufgrund der individuellen Austauschverhältnisse sollte Freitag als erster beginnen, Kokosnüsse zu sammeln, denn bei der Reduktion um einen, ups, einen Fisch kann Freitag drei Kokosnüsse sammeln gegenüber nur 1,5 Kokosnüsse bei Robinson. Das heißt, Freitag hat einen komparativen Kostenvorteil bei der Produktion von Kokosnüssen und Robinson hat einen komparativen Kostenvorteil bei der Produktion von Fischen. Der Freitag machen wir das, der war der blaue. Der hat den komparativen Kostenvorteil bei Kokosnüssen. Und der Robinson war der rote. Der hat den komparativen Kostenvorteil bei den Fischen. Naja, und jetzt können wir uns die gemeinsame Transformationskurve, die gemeinsamen Produktionsmöglichkeiten vorstellen, anschauen. Das heißt, wenn wir jetzt hier ausgehen von dieser maximalen Menge von 16 Fischen, dann heißt das, der Freitag sollte jetzt erstmal anfangen, Fische zu reduzieren und Kokosnüsse zusätzlich einzusammeln. Was bedeutet das grafisch? Wir setzen in dem Sinne diese Transformationskurve von Freitag hier oben bei der maximalen Menge von 16 dran. Denn wenn wir jetzt hier von 16 auf 15 runtergehen, dann heißt das, wir kriegen nach rechts gehend drei Kokosnüsse mit dazu. Und das ist genau durch die Transformationskurve des Freitag gegeben. Naja, das Ganze funktioniert so lange,
bis der Freitag eben seine gesamten Produktionskapazitäten in das Sammeln von Kokosnüssen reingesteckt hat. Das heißt, bis wir bei 30 Kokosnüssen sind. Und wenn wir dann bei 30 Kokosnüssen angelangt sind, dann fängt der Freitag 10 Fische nicht mehr. Das heißt, an der Stelle wären wir dann bei von 16 auf 6 herunter. Das heißt, bis zu diesem Punkt. So, es geht noch nicht darum, was die beiden jetzt tatsächlich machen, sondern nur um die gemeinsame Transformationskurve. Wenn Sie jetzt sagen, naja, wir hätten gerne zusammen noch mehr Kokosnüsse, dann kann der Freitag nicht noch mehr sammeln, weil er all seine Produktionskapazitäten da reingesteckt hat. Dann muss eben der Robinson auf den Baum klettern. Und das bedeutet dann, wir setzen ab diesem Punkt die Transformationskurve von Robinson dran. Naja, wie viel können die insgesamt maximal an Kokosnüssen wunderbar einsammeln? 39. Das heißt, die Kurve geht nach rechts rüber und wird an der Stelle dran gesetzt. Können also in dem Sinne, kann man sich durchaus merken, oder erstmal das wäre die gemeinsame Transformationskurve. Und diese in Anführungszeichen erhalten wir, indem man die flachere TK, ups, TK, nach oben schiebt und die steilere, schon wieder ein F gemacht, TK nach rechts oben und die steilere nach rechts schiebt. So, dann klaue ich mir mal das Bild hier.
Wiederholen wir nochmal. Also, Freitag ist bereit, drei Kokosnüsse gegen einen Fisch einzutauschen. Und Robinson ist bereit, 1,5 Kokosnüsse gegen einen Fisch einzutauschen. Das habe ich genommen, glaube ich. 4:2, oder? Gut zu produzieren, das haben wir. Komparativen Kostenvorteil haben wir gemacht. Und wie kommt es zu einem Handel? Genau. Jetzt nehmen wir mal an, die beiden sitzen eben am Lagerfeuer und fragen sich jetzt, naja, sollen wir zusammenarbeiten? Und am Weltmarkt. Jetzt interpretieren wir die beiden als Länder. Wäre das Preisverhältnis von Fischen zu Kokosnüssen 4:2? Angenommen. Das Preisverhältnis von Kokosnüssen, von Fischen zu Kokosnüssen, so muss ich schreiben, von Fischen zu Kokosnüssen am Weltmarkt sei PF durch PK gleich 4:2 gleich 2:1. Das bedeutet so ein Preisverhältnis einfach. Das können wir interpretieren. Wie viel Fische können wir am Weltmarkt gegen welche Anzahl von Kokosnüssen eintauschen? Das heißt, am Weltmarkt können zwei Kokosnüsse gegen einen Fisch eingetauscht werden. Jetzt hatten wir den komparativen Kostenvorteil, uns überlegt, dass der Freitag den komparativen Kostenvorteil bei den Kokosnüssen hatte. Zu Hause wäre er bereit, für einen Fisch drei Kokosnüsse hinzugeben. Jetzt muss er nur zwei bezahlen. Das heißt, Freitag stellt sich bei diesem Austausch Verhältnis besser, denn alleine ist er bereit, drei Kokosnüsse für einen Fisch einzutauschen. Robinson
stellt sich ebenfalls besser, denn für einen, ups, Fisch will er alleine mindestens 1,5 Kokosnüsse haben. Das heißt dadurch, dass jetzt wieder, wie in dem anderen Beispiel, dieses gemeinsame Austauschverhältnis zwischen den beiden individuellen legt, stellen sich beide wieder sowohl aus Konsumenten- als auch aus Produzentensicht besser. Dann können wir uns jetzt fragen, wenn sich beide gemäß ihrer komparativen Kostenvorteile spezialisiert haben, produziert Freitag 30 Kokosnüsse und Robinson 6 Fische. Da oben müssen noch die Fische dran. Prüfung schimpfe ich immer, wenn die Achsen nicht bezeichnet sind. Das heißt jetzt, das ist der gemeinsame Produktionsvorteil. Diese 6 und die 30 hier unten. Und jetzt haben wir ein Austauschverhältnis von, ein gemeinsames Austauschverhältnis von 2 zu 1. Das heißt, wir können jetzt in dem Sinne interpretieren, hier ein Einkommen, ein gemeinsames Einkommen von 30 Kokosnüssen und 6 Fischen. Produktionspunkt entspricht einem gemeinsamen Einkommen von 30 Fischen und 30 Kokosnüssen und 6 Fischen. Und jetzt können wir uns fragen, bei einem gemeinsamen Austauschverhältnis von 2 Kokosnüssen für einen Fisch, wie viel entspricht 30 Kokosnüsse, 6 Fischen dann in der Einheit Fischen beziehungsweise in der Einheit Kokosnüssen. 6 Fische sind bei dem gemeinsamen Austauschverhältnis 2 zu 1 12 Kokosnüsse wert. 30 Kokosnüsse plus 6 Fische entsprechen 12 Kokosnüssen sind dann 30 plus 12 sind 42.
bei einem gemeinsamen Austausch verhältnisvoll von zwei Kokosnüssen entsprechen einem Fisch ergibt sich dann gemessen in Kokosnüssen ein gemeinsames Einkommen von 30 K plus 6 Fische entspricht 30 K plus 12 K gleich 42 K. Oder gemessen in Fischen hätten wir 30 K plus 6 Fische entspricht jetzt müssen wir die Kokosnüsse umrechnen. 2 Kokosnüsse, ein Fisch. Das heißt, 30 Kokosnüsse, 15 Fische entspricht also 15F plus 6F sind 21F. Und damit kriegen wir jetzt eine Einkommensgerade, die hier unten bei 42, also dieser Punkt entspricht 42 Kokosnüssen oder dieser Punkt entspricht hier oben 21 Fischen. Jetzt hoffe ich, aber ich glaube, diesmal habe ich das halbwegs ordentlich hingekriegt in meiner Grafik. Jawohl, das sieht halbwegs gerade aus. Na? Das heißt, das hier ist die gemeinsame Einkommens. Gerade wenn beide zusammenarbeiten. Und so gesehen können wir jetzt hier auch ablesen, was bringt es uns denn in dem Sinne modern interpretiert, dass wir zusammenarbeiten. Wenn Sie alleine wirtschaften würden, könnten Sie maximal 16 Fische erwirtschaften. Das heißt, dieser Unterschied hier und dieser Unterschied hier, das ist quasi zu interpretieren als der mögliche Vorteil gemessen in Fischen oder gemessen in Kokosnüssen aufgrund der Zusammenarbeit. Vorteil gemessen in Fischen oder Kokosnüssen durch die gemeinsame Produktion beziehungsweise die Spezialisierung
Stabilisierung gemäß der komparativen Kosten, Vorteile und dem anschließenden Handel. Das heißt, das ist in dem Sinne dann das Moderne, wenn wir wieder in irgendwie Einkommen und sowas das Ganze interpretieren möchten. Oder was wir uns auch sagen könnten, und das ist dann jetzt die Anleihe an dem ganz Grundsätzlichen, was machen wir denn in der Ökonomie eigentlich immer? Wir setzen uns ein Ziel und das wollen wir dummerweise unter begrenzten Ressourcen maximieren. Oder ganz allgemein interpretiert, maximiere das gemeinsame Einkommen unter den gegebenen Ressourcen Beschränkungen. Naja, und was sind unsere Ressourcenbeschränkungen in dem Sinne? Ressourcenbeschränkungen, Fische, Kokosnüsse. Unsere Ressourcenbeschränkung ist die gemeinsame Transformationskurve. Wie kann ich, gegeben mein Zeitbudget, Fische in Kokosnüsse umwandeln? Was hatten wir da? Da hatten wir 30, 6. Und dann hatten wir hier 16 und hier 39. Gemeinsame TK. Entspricht der Ressourcenbeschränkung. Naja, und was ist mein Einkommen? Mein Einkommen ist der Preis von Fischen mal die Fische plus der Preis von Kokosnüssen mal die Kokosnüsse. Gegeben dieses Preisverhältnis hier ist das, entspricht einer Geraden mit der Steigung minus 2. Denn das Ganze kann ich auflösen nach Fische ist gleich unser Einkommen geteilt durch Preis von Fischen minus Preis von Kokosnüssen durch Preis von Fischen mal die Kokosnüsse. Woher kennen Sie das hier? So was Ähnliches. Das ist noch nicht die Grenzrate der Substitution, sondern das ist die Gleichung der, ja, der Budgetgeraden. Also schreiben wir hier, vergleiche
Budget gerade in Mikro. Naja, ich mache das mal hier in grün. Jetzt kann ich mir eine solche Budgetgerade, zum Beispiel hier 6, 12 oder 6, ab, dahin zeichnen, 6, 12 oder was nehmen wir noch, 10, 15. Das heißt, das hier sind mögliche Einkommensgeraden. Das möchte ich jetzt maximieren unter Nebenbedingungen. Was kennen Sie da aus dem Mikro noch? Was machen wir dann grafisch? Grafisch, das haben Sie, glaube ich, auch grafisch gemacht. Sie haben jetzt abgeleitet und Null gesetzt und sowas. Das wollen wir hier nicht machen. Ist auch schwierig, da das Modell ist mit geknickten Kurven. Im Mikro sind sie hergegangen und haben die Budgetgerade festgehalten und haben die Indifferenzkurve so weit wie möglich nach außen geschoben. Was wir jetzt haben, ist, dass das hier unsere feste Beschränkung ist. An der können wir nichts ändern. Wie können wir die Güter produzieren? Und unser Ziel ist, das Einkommen zu maximieren. Was machen wir also mit der grünen Geraden? Genau. Tangentialpunkt kriegen wir jetzt hier nicht, weil wir hier so eine geknickte Kurve haben. Aber grafisch gesehen wollen wir die so weit wie möglich nach außen schieben. Max EK bedeutet EK so weit wie möglich nach außen zu schieben. Naja, dann machen wir das und dann kommen wir eben hier hin. Und der maximale Punkt ist eben dann diese 2142. Und das können wir ja dann hier nochmal mit unserem Bildchen vorher vergleichen. Und dazu gibt es auch noch mal ein ganz allgemeines Video von mir. Muss ich jetzt mal hier schnell hin. Ich glaube, so komme ich am schnellsten auf meine Seite. Ne? Da bin ich mal ja. Zack und zack. Und das war dann das hier. Hin, dahin, oder ein bisschen kleiner. Damit das anklickbar ist, muss ich das noch so machen. Vergleiche Video zu allgemeinen Optimierungsprobleme. Ich hoffe, das gibt dann ein bisschen
zusätzliche Einsicht. Denn was wir jetzt hier gemacht haben, ist in dem Sinne, wir nehmen die krumme Linie als fest vorgegeben und verschieben die gerade. Und in Mikroökonomie sind sie hergegangen und haben die gerade, die Budgetgerade festgehalten und haben die krumme Linie so weit wie möglich nach außen geschoben. Naja, und in der Ökonomie kann man sich dann noch viele andere Dinge vorstellen, dass beide Linien krumm sind, aber letztlich ist es dann immer irgendwie so, wenn ich das im Zweidimensionalen darstellen kann, dass ich mir in dem Sinne eine Möglichkeitsmenge, aus der ich mir etwas aussuchen kann, angucke und die Zielfunktion, die versuche ich dann gegeben diese Möglichkeitsmenge so weit wie möglich nach außen oder bei einer Kostenminimierung so weit wie möglich nach innen zu verschieben. Das ist eigentlich das immer das Gleiche. Und das hier, dass wir hier mit nur linearen Funktionen zu tun haben, also die auch noch so geknickt sind, können Sie das hier dann auch noch als lineares Optimierungsproblem interpretieren. Weiß ich, haben Sie das vielleicht auch in Mathematik gemacht, dass man eben eine solche konvexe Hülle nimmt und dann will ich den optimalen Produktionspunkt nehmen? Oder in BWL macht man das. Also ich habe es im Studium, habe ich es in, glaube ich, Grundlagen der BWL oder in der Zweit-Drittsemester BWL-Vorlesung gemacht, dass man 3, 4 Produktionslinien hat. Man hat begrenzte Ressourcen. Diese Produktionslinien, die sind in einfachen linearen Produktionsfunktionen modelliert. Und dann will man das optimale Produktionsprogramm bestimmen. Das ist dann letztlich genau das Gleiche wie hier. Okay, vielleicht ist es ja in der einen oder anderen Veranstaltung gemacht worden. Naja, wie können wir das Ganze jetzt letztlich interpretieren? Naja, wir sollten uns gemäß hier unserer komparativen Kostenvorteile spezialisieren. Und insbesondere das zweite Beispiel zeigt jetzt eben auch, wir haben auch einen Vorteil, selbst wenn der eine alles besser kann als der andere. Und im internationalen Vergleich, dort ist eben jetzt dieses Austauschverhältnis Preise, Fische von Kokosnüssen. Das Ganze ist dann eben das Preisverhältnis der Export- zu Importgütern. Und vom Begriff her nennen wir das Ganze dann die sogenannten Terms of Trade. Und letztlich, naja, sind wir dann irgendwo so ein bisschen daran interessiert, uns gemäß dieses Austauschverhältnisses der international ausgetauschten Waren zu optimieren. Wir uns also in dem Sinne einen Vorteil dadurch verschaffen möchten, diese Terms of Trade für uns zu senken. Und wenn wir so ein bisschen in die längere und jüngere Historie gucken, dann gibt es immer mal Länder, die das versuchen auszunutzen, indem sie nämlich nachher dann ihren Wechselkurs manipulieren. Und Deutschland hat das beispielsweise getan, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort hatten wir noch ein System fester Wechselkurse und wir haben unsere Währung prinzipiell unterbewertet gehalten und uns damit einen Vorteil auf dem Weltmarkt im Austauschverhältnis gesichert. Russland hat das ebenfalls lange Jahre probiert, insbesondere aufgrund seiner Rohstoffgüter,
die sie bis zum Krieg in der Welt verkauft haben. Naja, und das ist letztlich dann auch mit ja, entscheidend für dieses Regime gewesen, denn ungefähr 2/3 des Staatshaushaltes haben die Einnahmen aus Öl und Gas letztlich für dieses Land ausgemacht. Und das wird sich jetzt zeigen, wie das dann ökonomisch in dem Land weitergeht. Denn diese Energieströme konnten jetzt zwar in dem Sinne umgelenkt werden, aber Russland muss das Ganze nach Indien bzw. China zu deutlich niedrigeren Preisen verkaufen. Schauen wir mal, wie dieser Konflikt dann in der Zeit weitergeht. Ja, und das nächste wäre jetzt schon der Sprung wieder zurück zu den öffentlichen Finanzen. Das machen wir dann aber am Donnerstag. Nee, morgen haben wir ja zusammen wieder den nächsten Termin. Okay, damit möchte ich dann das Modell von Ricardo abschließen. Und bis morgen dann.